es entwickelt sich hier einiges. Und mit dem Steffen Dietmann haben wir auch einen sehr engagierten Trainer aus den eigenen Reihen gefunden. Das ist uns auch besonders wichtig. Und wir würden uns freuen, wenn also das Skispringen sich weiter so gut entwickelt. Die Veranstaltungen sind ja hier immer top besucht. Es wird auch super vorbereitet. Also hier kann man, möchte ich auch nochmal allen danken, die hier dran teilnehmen oder die auch das Ganze hier bewerkstelligen. Ich war vorhin im Kampfbüro, da wurde gesagt, bis kurz vor Mitternacht hat man gesessen und die Startlisten fertig gemacht. Also ich denke, das ist auch ein ganz besonderer Punkt, der hier den WSV Bad Freienwalde auszeichnet, dass gerade viele sind, die sich auch richtig engagieren. Bitte den Geschenk und die Medaille. Das heißt,
Wir gratulieren. Applaus für den Sieger der Sonderklasse. Jetzt nochmal schönes Foto. Lächeln. Strahlende Gesichter allseits für die Jungs der Altersklasse 15. Noch einmal ein Bravo und bardzo dobrze für die Mädchen. Alle Getränke sind mit dabei. Und dann gibt es noch einen Pokal. Also hat sich doch die reifere Jugend durchgesetzt. Am Mikrofon war Karl-Heinz Wendorf von Antenne Brandenburg. Dankeschön. Und jetzt Gesang von